Herzlich willkommen zurück hier bei Return to Monkey Island. Ja, die Sache mit der Eiskönigin und ihre Herausforderungen, die wir bestehen müssen. In der letzten Folge haben wir das mit dem Sushi-Essen einigermaßen gut überstanden. Also er hier, ich habe davon ja nichts mitmachen müssen. Der gute da, Grindrush, der da so nett auf uns zukommt und jetzt schon vollkommen verzweifelt ist, der hat das gestemmt. So, was müssen wir jetzt noch machen? Algebra war angesagt und Ernsthaftigkeit. Da ich jetzt nicht weiß, wie ernsthaft die Ernsthaftigkeit wird, probieren wir es einfach mal aus. Bimmel, bimmel. Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die Neunte von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer Guybrush Threepwood, derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Ja, wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Woran... ich habe eine Idee. Wir haben doch da gibt's doch hier diesen einen Piraten da, der ständig da, der heißt der Rob, der da, ne, also dieser Geisterpirat, der da vom Kopf über da hängt, der hat doch so ein Buch. Ja gut, also hier werden wir das natürlich jetzt hier nicht schaffen, aber egal. Was ist der Unterschied zwischen einem Schrubbi und einem Mob? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Moment. Wir müssen die gewinnen, ne? Also wir haben ja hier, da wurde das Ganze als unentschieden erklärt. Das heißt, da sind wir nicht durch. Oh, Moment. Wie kriege ich das dann hin, dass er den Schleimaal essen kann, ohne dass er da das Problem hat? Weil ich musste ja vorher pfeffern. Und ich kann während des Wettbewerbs kann ich nichts machen. Also wenn das einmal läuft, dann läuft das. Ich habe dann keine Möglichkeit einzugreifen und dann sozusagen ihr heimlich da sowas Gepfeffertes unterzuschieben und er holt sich da irgendwas anderes. Das sieht auch interessant aus hier. So Ähnlichkeiten mit Würmern. Das ist das Ganze doch nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Verdammt. Hat er irgendwas dabei, was er vorher nehmen kann? Damit sozusagen die Schärfe ihn nicht so übermannt. Was mit den Limetten? Das geht nicht. Machen wir Folgendes. Einen Moment. Ich speichere mal eben. So. Und dann packe ich mal den Aal. Na. In den Eimer. So. Ich
Ding. Also nehmen das mit dem Pfeffer ist schon mal richtig. Die Limetten kann ich hier gar nicht verwenden. Also wenn ich jetzt den Pfeffer nehme. Da ist er. Das geht. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Ja. Und jetzt, nachdem die gepfeffert sind, kann ich jetzt... Nee, das geht gar nicht. Was kann er machen? Also vorher, ne, bevor der Wettbewerb gestartet wird. Damit dieser gepfefferte Schleimaal ihn nicht aus den Socken haut. Er muss das gewinnen. Anders geht's nicht. Ich kann auch nichts irgendwie in der austauschen. Irgendwie geht auch nicht. Das ist auch irgendwie gut. Ich lege noch einen anderen Fisch hin, den er sich dann greift. Nun gut. Ich lasse das erstmal so. Das ist ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Glaub ich. Und ich besorge mir mal dieses Buch. Oh, was ist jetzt hier passiert? Fehlende Eiskultur? Ja, hallo? Wer ist der Idiot, der eine Fackel neben eine Eiskultur gestellt hat? Ja, also wirklich? Vor allen Dingen, die ist jetzt... Aber irgendwelche Auswirkungen hat das nicht. Die ist jetzt nur weg. Wer ist der Idiot, der eine Fackel neben einer Eiskulptur gestellt hat? Ja. Hier tut sich nichts. Spitz. Das riecht furchtbar. Nehmen kann ich den nicht. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Das sieht immer aus, als wenn man das nehmen könnte. Als wenn das was Wichtiges wäre. Ist es aber nicht. Also das hat auch hier nichts irgendwie freigelegt. Das wäre jetzt so meine Hoffnung gewesen, dass sich da noch irgendwas tut. Gut, wir betreten mal das Schiff. Und dann schauen wir mal. Genau. Erstmal hier bei Lischak vorbei. Der Applebob, der war's. Bist du schon fertig mit dem Witzbuch? Warum hat Flambé noch gleich einen Job? Er macht doch gar nichts. Nicht den kompletten, ja gut. Warum hat Flambé noch gleich einen Job? Er macht doch gar nichts. Er ist nützlich, wenn wir nachts Dinge unter der Wasseroberfläche reparieren müssen. Ja. Dann klingt. Bist du schon fertig mit dem Witzebuch? Emotional? Ja. Es ist nicht so lang und ich habe es schon 16 Mal gelesen. Kann ich es zurückhaben? Kann ich das Witzebuch zurückhaben? Und was soll ich dann lesen? Du hast gesagt, du bist fertig. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Er will natürlich was im Austausch. Habe ich irgendwas dabei, was ihn vielleicht interessieren könnte? Was ist das nochmal? Das ist diese inspirierende Einführungsbroschüre. Ich glaube, ich habe ihn schon mal vor die Nase gehalten. Der war nicht unbedingt interessiert. Was sollte er damit anfangen wollen? Was ist das? Diese skurrilen Notizen. Naja, wirklich viel zum Lesen habe ich nicht dabei. Nein, will er gar nicht. Ich gehe erstmal alles durch, weil ich hier so mit mir rumschleppe. Ist auch nicht von Interesse. Broschüre? Nein. Selbstverständlich nicht. Schild lesen auch nicht. Was anderes machen, außer mit ihm zu sprechen, kann ich nicht. Ich kann ihm das Quizbuch geben. Das wäre. Oder die To-Do-Liste. Was ist mir der Sieg? So, Entschuldigung. Natürlich geht das nicht. Komme ich hier wieder raus? Nein. Entschuldigung. Mega peinlich.
So, nee, also da war kein Glück. Flambe oben irgendwas zu lesen? Also außer dem Witzbuch noch umliegen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann auch nur die ganze Zeit mit dem sprechen. Kann ich nicht. Ich kann versuchen, aber... Ich möchte ihn nicht aufwecken. Ja. Auch da hat sich jetzt zunächst einmal nichts geändert. Diese Dinger werden von Jahr zu Jahr raffiniert. Genau. Okay, ja, dann marsch wieder runter. Gibt es hier irgendwas? Aber ich glaube, das habe ich schon alles durchsucht. Den Zettel lesen, Wärme spüren, bla bla bla. Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, LeChuck schreit. Ja, wenn ich jetzt eine Abstimmung mache und sozusagen abstimmen möchte, ne, ich möchte das Buch haben, dann haben wir Stimmengleichheit, da wird nicht viel bei passieren. LeChuck ist nicht an Bord. Die sollte ich jetzt nicht läuten, ja, dann... Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, da hat er auch wiederum mit Recht. Ich denke ihn. Das ist kurios. Wahrscheinlich ist die Lösung wieder irgendwo anders. Zettel lesen, aber nichts zum Mitnehmen. Aber wenn ich gerade mal hier unten bin, habe ich vielleicht irgendwas, was ich hier aus der Küche noch mitnehmen könnte. Bezüglich unseres kleinen Problems. Alte Stiefel und Deodorant. Nicht die schlechteste Kombi. Kann ich den Krug? Nee, super mitnehmen kann ich nicht, ne? Geht auch nicht. Ich bin verzweifelt. Da geht's. Es geht auch nicht. Also die Suppe irgendwie verfeinern. Oh. Nein, will er auch nicht. Es ist, Cracker zählen, nehmen. Kann ich die Cracker irgendwie über den Aal gießen? Da bin da jetzt gar nicht so sicher. Keine Nudeln, leere Kiste. Es ist hier nichts vorhanden, was ich irgendwie mitnehmen könnte. Da will er überhaupt nicht ran. Nee, also der Weg war nicht zielführend und ich glaube unten. Da haben wir auch soweit alles rausgekitzelt, was geht. Ich könnte vielleicht das Geisterfutter mitnehmen. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Achso. So rum. Also das Einzige, was ich hier noch einstecken kann. Ansonsten weiß ich auch nicht. Ja, wie kriege ich ihn dazu, dass er das Buch loslässt? Also, ne, mir gibt. Bist du sicher, dass ich das Witzebuch nicht zurückhaben kann? Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Verdammt. Also die Idee an sich war ja nicht verkehrt, aber wir kommen da erstmal nicht weiter. Weiterhelfen könnte, weiß ich nicht. Vielleicht Ovi Island. Ist diese kleine Insel da noch existent? Oh, ich glaube, da wird nichts mehr gewesen sein. Ich glaube, die Kiste, die da noch rumsteht, sofern sie da noch rumsteht, die ist auch schon weg. Da kommen wir also auch nicht weiter. Das heißt, dieser Ort bleibt uns... Moment. Bücher ausleihen, war doch was. Ich versuch's mal. Komm schon! Ja, alles gut. Ich darf das. So, wir haben hier verschiedene Bücher. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Etwas, was endlos ist, müsste doch das Richtige sein für unseren Freund, oder? Voodoo-Tricks,
die sie zu Hause machen können. Das große Buch der Schatzkarten, für einen Piraten erstmal nicht uninteressant. Zutaten? Nö. Schiff zu Schiff Kampfstrategien von der dummen Captain Madison. Okay. Ja, weiß ich nicht. Die Autobiografie von John Laney. Ich versuch's mal mit der endlosen Geschichte. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Ja, du sollst es nicht lesen, du sollst das nur mitnehmen. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall zurückgeben. Bin mir da nicht so sicher. Okay. Also, es wird auf jeden Fall eines dieser Bücher sein. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ob das jetzt auf Anhieb das Richtige ist, kann ich nicht garantieren. Zur Not müssen wir halt alle Bücher durchprobieren. In der Hoffnung, dass es dann tatsächlich eins von denen ist. Aber ich wüsste sonst nicht, wie man dieses Rätsel sonst knacken soll. So, also dann nochmal auf zu dem Schatzschiff und mit den Kollegen hier sprechen. Beziehungsweise kann ich Ihnen das wieder geben? Ich glaube nicht. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Ja, wir kriegen also nichts Neues. Apple Bob, das Buch geben. Hey Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es handelt von einer Reise, die nie endet. Klingt interessant und lang. Hier hast du dein Witzebuch zurück. Cool. Das ist sehr, sehr schön. Gut, dann... Das ist Flambés Unterwelt-Witzebuch mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Okay, okay. Sie kennt ja nur alle Witze, die hier von unserer Welt, auf der Erde gibt. Mit der Unterwelt hat sie wenig Kontakt. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Er hat es jetzt im Vorfeld nur überflogen, nicht wirklich gelesen. Kann ich das während des Wettkampfs einsetzen? Also kann ich dann da darin lesen, ihr was vorlesen oder? Probieren wir aus. Vorsichtshalber würde ich hier auch ganz gerne speichern. Ich würde das ja hier mal. Ja, ich mache mal neu. So. Ja. Moment. Nehmen. Hier platzieren kann ich nicht. Und er überfliegt es nur. Das ist Flambés Unterwelt-Witzebuch. Mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Genau. Frage ist jetzt halt nur, wie kriege ich es eingesetzt? Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Wie nennt man einen Piraten mit 12 Schwertern? Was auch immer er will. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. So, jetzt kann ich das, der Königin einen Witz erzählen. Ja, das ist genau das, was sie machen möchte. Du eines nicht. Warum haben Dämonen Hörner auf ihren Köpfen? Wie nennt man eine Dämonin, die ständig in Flammen steht? Was hat der Dämon gesagt, als er auf einer Mistgabel trat? Wie nennt man eine Dämonin, die ständig in Flammen steht? Brenda! Okay, der war nicht schlecht. Ja, das war's dann für Sie. Den habe ich noch nie gehört. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist... Guybrush Threepwood. Woher hast du dieses Buch? Ich konfisziere das. Was? Das geht aber gar nicht. Ja, damit. Ich muss das wieder zurückgeben. Ein Wettbewerb geschafft. Zwei stehen noch aus. Ja. Genau. Algebra ist angesagt.
in der Zwischenzeit. Es muss weggeweht worden sein. Was soll ich jetzt tun? Nach diesem Streit kann ich Stan nicht mehr hierher zurückholen. Ach, hätte ich doch nur gleich Kopien gemacht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Jetzt bin ich wieder genau da, wo ich angefangen habe. Entschuldigung, stören wir? Nein. Tut mir leid. Was kann ich für Sie tun? Wir würden gerne ein paar Reißzahnbeeren kaufen. Wir sind knapp bei Kasse und wollen Haarausfall verhindern und überschüssiges Bauchfett abbauen. Sie, Moment mal. Woher haben Sie diesen Namen? Wir haben ein Flugblatt gelesen. Wir haben gehört, dass die Vorräte begrenzt sind. Das Flugblatt! Das ist mein Entwurf. Mein einzigartiges, unmöglich zu ersetzendes, projektrettendes Flugblatt. Haben Sie es? Bitte sagen Sie mir, dass Sie es haben. Nee, tut uns leid. Es ist ins Meer gefallen. Gefallen? Als ob es nicht deine Schuld gewesen wäre. Nun, es war nicht meine Schuld. Es war deine. Warte, ich weiß. Sie könnten den netten blonden Piraten um ein Flugblatt bitten. Blonder Pirat? Er ist derjenige, der es uns gegeben hat. Er segelt in einem seltsam aussehenden kleinen Schiff herum. Oho. Da ist doch mit Sicherheit Ärger vorprogrammiert. Ja, wie das hier mit Elaine und unserem lieben Guybrush weitergehen wird, werden wir erfahren, genauso wie wir erfahren werden, wie wir hier diese Algebra-Aufgabe lösen werden oder eben nicht lösen werden. Aber erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.